Der 38-jährige Schweizer Achim Lenz wird ab der Spielzeit 2017 neuer Intendant der Gandersheimer Domfestspiele. Aufsichtsratsvorsitzender Uwe Schwarz hat das während einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Und warum ist Achim Lenz der Richtige? Naja, wir haben ein paar Kriterien, was die Anforderungen an einen Intendanten betrifft. Herr Lenz erfüllt die alle mit Bravour. Er kennt Freilichttheater. Er kennt die Gandersheimer Bühne, er hat die Entwicklung unter seinem Vorgänger Christian Doll erlebt, aber er hat hier bereits inszeniert unter dem Vorvorgänger Johannes Klaus. Er hat eine feste Anbindung über die Folkwang-Universität für Schauspiel, sodass er auch auf Schauspielerinnen und Schauspieler zurückgreifen kann. Er hat hier begeisternde Inszenierungen für Bad Gandersheim entwickelt. Und er hat eine ganz enge Bindung auch schon zu Teilen der Bevölkerung und wird auch beispielsweise Bürger dieser Stadt werden. Der bisherige Intendant Christian Doll wechselt, wie berichtet, nach der laufenden Spielzeit nach Schwäbisch Hall. Und warum sieht sich Lenz als geeigneter Nachfolger? Nun gut, ich kenne Bad Gandersheim jetzt schon einige Jahre und ich kenne auch, sagen wir mal, diese Domfestspiele schon sehr lange. Ich war ja unter Johannes Klaus hier, aber dann eben auch als Regisseur bei Christian Doll. Und ich denke, dass ich die wirtschaftlichen und politischen Bedingungen dieser Region sehr gut kenne und das mitbringe, was diese Menschen hier an Theater brauchen. Wie schätzt der zukünftige Intendant die Domfestspiele ein und wo sieht er sie in der Zukunft? Momentan sehe ich die Domfestspiele als starken Kulturfaktor hier in Niedersachsen. Ich sehe, die Domfestspiele haben sich professionalisiert, was Musical-Inszenierungen angeht, aber auch beim Schauspiel sind neue Wege gegangen. Wir haben uns ausgebaut, ich sage schon wir, weil ich ja da auch mitgearbeitet habe, im Theaterpädagogikbereich. Wir haben ein Theatervirus, ein Jugendfestival und wir sind bekannter geworden. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass man das Ganze noch stärker professionalisiert und konsolidiert, dass man also sagt, wir machen Theater spezifisch für diese Region, für diese Menschen, die hier wohnen. Wir versuchen die Menschen stärker, und zwar ganzjährig, an unsere Festspiele zu binden, dass wir ein fester Bestandteil in ihrem Kulturleben werden. Obwohl seine dreijährige Intendanz offiziell erst am 1. Oktober beginnt, hat er jetzt schon das Programm für die Spielzeit 2017 zusammengestellt. Ja, wir haben einen großen Klassiker auf dem Programm. Wir haben von Friedrich Schiller Kabale und Liebe, ein großartiges Stück Weltliteratur, das wir hier mit, ich hoffe, einem fantastischen Ensemble abfeiern können. Wir haben ein tolles Musical im Angebot. Wir werden Saturday Night Fever zeigen, mit der Musik der Bee Gees. Auch hierfür habe ich einen ganz tollen Regisseur engagieren können. Ich glaube, dass wir mit dem Kinderstück auftrumpfen können. Das ist Die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Gerade hier, ich nenne es mal so, am Rande des Harz, könnte natürlich Die kleine Hexe auch ganz anders herumwirbeln, mit einer anderen Form von Energie. Und wir haben Jetzt oder Nie, die Comedian Harmonists Teil 2, also den zweiten Teil dieser erfolgreichen Inszenierung, die wir auf der Festspielbühne sehen werden. Eine Inszenierung, die sich schlussendlich mit dem danach beschäftigt. Was ist aus den Comedian Harmonists passiert? Und wir gehen einmal um die ganze Welt mit wunderbaren Melodien. Und ich glaube, auch dafür wird sich ein großes Publikum finden. Und was wünschen Weggefährten und Beobachter dem zukünftigen Intendanten? Ich wünsche ihm natürlich viel Erfolg, weil es unser gemeinsamer Erfolg ist. Vor allen Dingen wird er ihn haben, wenn er auf dem aufbaut, was er hier die letzten Jahre schon präsentiert hat. Comedian Harmonist ist eine begeisternde Inszenierung, Helve to Hellas auch. Er muss einfach nur so weitermachen, wie er sein Können ja die letzten Jahre dargestellt hat. Ich wünsche ihm natürlich ganz viel Erfolg, ganz viele begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer. Dazu lade ich Sie natürlich alle herzlich ein. Und ich wünsche ihm gutes Wetter während der Freilichtspiele. Nebenbei, wir werden auch Stücke haben indoor, aber das Hauptprogramm findet natürlich vor der Stiftskirche statt. Und ja, ganz einfach, ganz viel Zuspruch, ganz viel Erfolg für das alles, was er vorhat. Ich glaube, das hat er auf jeden Fall verdient und wir alle mit.
Sein ambitioniertes Programm, was er heute vorgestellt hat, verspricht viel Kommunikation, viel Unterhaltung, viel Kooperation. Ich wünsche ihm, dass ihm diese Ansprüche gelingt. Mit seinem Schweizer Charme wird ihm das gelingen, bin ich überzeugt.